Ja, jetzt wollte ich mal über meinen Blog sprechen, timschafermedia.com. Da schreibe ich immer über Sparen, Investieren und dass man den Konsum einschränken soll und dass im Grunde jeder Trottel, jeder Durchschnittsverdiener kann ja im Grunde zum Millionär werden. Das ist ganz simpel. Du richtest einen ETF-Sparplan ein, sparst jeden Monat, ob es 100 sind, 200, 300, 400, 500, 1000 Euro oder 1300 Euro jeden Monat stur rein. In einen ETF-Sparplan, wenn du da einen Bonus bekommst oder Weihnachtsgeld, gibst du noch was oben drauf. Und dann über die Dekaden, du kannst ja in 2 Dekaden oder 25 Jahren kannst du zum Millionär werden, wenn man das durchzieht. Jeder Durchschnittsverdiener kann etwas Geld zurücklegen. Und mit der Zeit, wenn du dann spätestens, wenn du 60, 65 bist, hast du die Million zusammen. Und wenn es halt nur 500.000 ist, ist es auch eine große Summe. Aber im Blog, in den Kommentaren und auch bei den E-Mails, die ich bekomme, heißt dann immer wieder, Mensch, da stimmt die Formel nicht oder das ist ja gar nicht so und die Leute wollen ja gar nicht reich sein und sie wollen nicht finanziell frei sein. Aber das sind alles nur so Ausreden. Natürlich will jeder finanziell frei sein, jeder hätte gerne 1 Million. Aber dann müssten sich ja die Leute eingestehen, dass sie die ganzen Jahre einen Fehler gemacht haben. Dass da irgendwas falsch lief. Sie wohnen in zu großen Häusern, die Behausungen sind zu groß, die Autos sind zu groß, ständig die neue Karre, die Kleidung und die Restaurantbesuche. Und das sind einfach das Budget ist zu hoch. Wenn ich mir anschaue, in Deutschland 40% der Leute haben keinerlei Ersparnisse. Das ist ja schockierend, das ist ja brutal, es ist schlimm. Es sind einfach idiotische Verhaltensweisen. Dumm und dümmer. Die Leute sparen und investieren nicht genug. Und wenn sie sparen, wird auch falsch gespart. Es wird zu viel in Sparbücher angelegt und irgendwelche Produkte, die keinerlei Rendite bringen und einen Haufen Gebühren kosten. Oft sind auch die Gebühren versteckt. Also man muss schon einmal auf den Konsum achten. Das ist das eine. Dann bei der Anlage rentierlich und auf die Gebühren achten, rentierlich investieren langfristig. Also eine schöne Sache, wie gesagt, ist dieser Sparplan. Und dann investiert man in ETFs und da kann ja im Grunde, jeder kann Millionär werden. Es ist einfach so. Ich sag mal, jeder, der motiviert ist und Gas gibt. Und die Leute, die suchen halt immer Ausreden und dann ist die Merkel schuld. Und dann die hohen Steuern und dann sind es die Flüchtlinge und dann ist es der mögliche Atomkrieg. Und dann ist der Winter zu kalt oder die Ehefrau geht zu viel shoppen, da kann man ja auch drüber sprechen. Und das sind ständig Ausreden, anstatt dass die Leute sich auf den Hosenboden setzen und mal sagen, Mensch, da habe ich einen verdammten Fehler gemacht. Ich habe 30 Jahre gearbeitet und habe keine Ersparnisse. Mensch, dann schaue ich mir die Probleme an. Und dann kämpfe ich und dann versuche ich was Positives draus zu machen und so nicht 1000 Ausreden und kreiere dann und rede rum und alles 1000 andere Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Ja, Fehler machen alle, habe ich auch gemacht. Ich habe idiotische Fehler gemacht. Ich habe eine Phase gehabt, in der ich viel Geld ausgegeben habe, teures Auto und so weiter. Und das musste alles vom Tollsten sein, aber zum Glück habe ich das. Mache ich das schon lange nicht mehr und ich habe erkannt, dass es gar nichts bringt. Das große Problem, was halt immer die Leute machen, oder die typische Falle, ist, die Leute denken immer darüber nach, was andere über sie wohl denken mögen. Deswegen kaufen sie große Autos und deswegen wollen sie reich erscheinen, obwohl sie gar nicht reich sind. Feinste Kleidung und so weiter, Luxusurlaube, obwohl sie es gar nicht das Geld im Grunde gar nicht haben und obwohl sie gar nicht reich sind, wollen sie eben reich erscheinen. Wenn du dir ständig Gedanken machst, was andere über dich wohl denken, ist das der Weg in die Dauerpleite. Das ist eben das Standardproblem. Und das führt zu dummen, schädlichen Verhaltensweisen, die nichts bringen. Sie schaden dir und dann kommen eben die ganzen Ausreden. Anstatt zu sagen, Mensch, da lief was falsch. Ich müsste ja eigentlich viel Vermögen das sein. Nach all den Jahren Arbeit. Und ja, das ist das Problem.
Und man muss einfach nachdenken, was läuft falsch, warum habe ich keine Ersparnisse, ist mein Haus, ist meine Wohnung zu groß, brauche ich zwei Autos für eine Person im Schnitt, für einen Erwachsenen, oder warum muss das ein neues Auto sein, warum wohne ich so weit entfernt von meinem Arbeitgeber, kann ich dich in die Nähe ziehen, da kann ich sparen, Fahrtkosten sparen, Zeit einsparen, Pendelzeit, Nerven und Stress. Kann ich nicht auch mal einen gebrauchten Schrank kaufen? Kann es nicht ein Stern weniger sein im Urlaub? Kann es eine billige Airline sein, statt der Lufthansa? Muss ich heute Abend unbedingt ins Restaurant mit der Familie? Sollen wir heute Abend nicht mal den Ofen anschmeißen? Sollen wir nicht grillen? Die Jacke hier, die habe ich schon über 10 Jahre. Die schmeiße ich in die Waschmaschine und wasche. Ist mir egal, ob das, muss nicht Lacoste sein oder Gucci oder Chanel oder wie die ganzen Dinger da alle heißen. Da gibt es ja übrigens in New York läuft jeder rum mit diesen Canada Goose. Das sind so Daunenjacken. Da kostet eine, ich glaube, $750. Da läufst du irgendwo am Zaun entlang, reißt dir ein Loch rein. Oder da raucht einer, du läufst entlang und hast du gleich ein Loch in der Jacke. $750. Da gibt es eine Marke, die, ich glaube, ist aus Frankreich, die heißt Moncler. Da kostet so eine Jacke $2,000 oder so. Es ist einfach der Wahnsinn. Und damit laufen die Leute rum. Und die Firma hat jetzt gerade bekannt gegeben, okay, es läuft so super. Wir gehen im Februar an die Börse. Ja, da sieht man es. Die Leute. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, die Leute lassen sich berieseln, die sitzen zu lang vor der Klotzmaschine, zu lang vor, auch vor dem Internet, Facebook und so weiter. Und da wird man dann halt auch von der Werbung manipuliert und man möchte halt immer toll erscheinen und das Neueste haben. Und da passiert es dann, dass man irgendwie das Ziel vor Augen verliert, was denn eigentlich wichtig ist. Ist es wichtig, einen neuen BMW zu fahren oder einen Audi oder einen Porsche oder einen Mercedes? Ist das wichtig? Oder ist nicht ein bisschen wichtiger, mich um die Altersvorsorge zu kümmern? Wenn ich keine Altersvorsorge habe, ist die wohl, würde ich sagen, ein bisschen wichtiger. Es ist nicht so, dass die Politik einen dann rettet, wenn ich hier in den Ruhestand gehe. Dann wird nicht die Frau Merkel dir eine gebratene Taube jeden Tag vorbeischicken zur Mittagszeit. Die Politik ist nicht dazu da, um jeden die Einnahmeseite zu erhöhen oder Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen. Da ist niemand da, der dir groß hilft. Es sei denn, du bist wirklich in Not und dann ist aber wirklich wenig, was man erwarten kann. Es ist einfach clever, jeden Monat vorzusorgen mit einem ETF und nicht tausend Ausreden zu suchen, warum man es nicht macht oder warum man es in der Vergangenheit nicht gemacht hat, all die Jahre lang. Ich finde, Fehlersuche ist was Gutes. Man schaut nach, was falsch lief. Man gibt es zu und denkt drüber nach. Und dann ist gut. Und dann macht man die richtige Entscheidung. Und dann fängt man sofort an und wartet nicht noch länger. Und sucht nicht noch wieder tausend Ausreden. Ja, die Börse ist hoch. Was ist doch egal, wenn ich jeden Monat spare, ob die Börse hoch ist. Das gleicht sich doch alles aus. Kommt der Crash, kaufe ich billiger nach. Insofern ist doch alles, das Timing kriegt man eh nicht hin. Deswegen ist es am besten regelmäßig einzahlen, einen Sparplan einrichten, ETF und gut ist. So sehe ich die Sache. Und das ganze Gerede, warum man etwas nicht macht, ist die Suche nach Ausreden. Ja, und eigene Fehler kann ich ja kurz noch mal kurz ansprechen. Eigene Fehler, klar, habe ich gemacht. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Ich habe auf großem Fuß gelebt eine Zeit lang. Und ich habe zu viel ausgegeben für Möbel, fürs Auto, für eine Wohnung. Und es war im Grunde unnötig. Es führt nicht zur Zufriedenheit, die Forschung ist sich da auch sicher. Man weiß heute, dass
wie wird man glücklicher oder zufriedener? Nicht indem du Zeug kaufst, Statussymbol oder so, das bringt ja nichts. Es sei denn, ist ein Riesenhobby oder du hast wirklich Gefallen an dem handgefertigten Handtasche. Aber nicht, es geht nicht darum, dass du das als Statussymbol benutzt, um andere zu beeindrucken. Das bringt ja gar nichts. Sondern, was macht zufrieden? Da weiß man ja heute, wenn man stressfrei ist, wenn man vorgesorgt hat, wenn man, man ist zufrieden, wenn man etwas erreicht hat, wenn man Ziele hat, wenn man eine Vision hat, das macht zufrieden. Wenn man Fortschritte macht im Leben und Freunde, Familie und so weiter natürlich auch. Und so sieht's aus. Bildung macht auch zufrieden. Sport, Natur und so weiter und so fort. Aber nicht das dicke neue Auto. Und das kann ja jeder machen, wie er will. Aber dann bitte nicht hinterher klagen, dass man nichts hat. Oder auf der im Blog schreiben, war 1000 Gründe, warum finanzielle Freiheit Unsinn ist. Also, oder warum das niemand anstrebt. Natürlich möchte jeder Geld haben. Und es ist zwar schön, dass finanziell frei zu sein, das ist eine große Last. Und die dann einen verlässt und man kann irgendwie entspannter leben, man kann entscheiden, wo man die Prioritäten im Leben setzt und an welchen Projekten man arbeitet. Finanziell frei zu sein heißt ja nicht, dass ich auf der Couch und im Bett den ganzen Tag liege, sondern man macht Dinge, die man vielleicht sonst nicht machen könnte, weil die Finanzen nicht reichen würden. Die meisten Leute haben ja irgendwie Schulden und Hypotheken und Finanzierungen und Konsumschulden und die müssen ja zur Arbeit und die haben ja gar keine Wahl und die gehen oft mit Bauchschmerzen zur Arbeit und die zum Teil hassen die sogar den Chef und so, aber die haben halt keine Optionen. Insofern so früh wie möglich im Leben das Heft in die Hand nehmen, Gedanken machen, was ist mir wichtig und in die Balance bringen. Wenn 40% der Deutschen keine Ersparnisse hat, dann ist ja wirklich etwas faul, dann stimmt was nicht, dann ist irgendwas kaputt im System. Und so schlecht sind die Gehälter auch nicht in Deutschland. Deutschland ist ein reiches Land und wir haben fast gratis Universitäten und ein gutes Hochschulsystem. Wir haben gute Jobs, wir haben eigentlich eine starke Mittelschicht. Und wenn ich motiviert bin, kann ich schon was erreichen. Und dann muss ich nicht das ganze Geld verplempern für unnötigen Konsum. Okay, macht's gut, ciao.